Wo geht das besser als beim Summer Splash, wo bereits zum 7. Mal tausende Maturanten den Schulstress hinter sich ließen und feierten, als gäbe es kein Morgen. Raus aus dem Bus und rein ins Vergnügen, hieß es für insgesamt 12.000 Maturanten. Beim Summer Splash verwandelte sich wieder mal ein 5-Sterne-Club in der Türkei in eine wahre Party- und Spaßzone. Ob Quadfahren, Poolboarden oder Waterslide, hier wurde alles geboten, was den Schulstress vergessen lässt. Ganz klar also, dass sich auch Nicht-Maturanten gerne um das Partyvolk mischten. Also die Stimmung ist da eigentlich super. Also es sind Jugendliche, die einfach einmal die Zeit genießen. Ich meine, sie haben jetzt die Matura hinter sich, es ist ein Meilenstein im Leben und jetzt sage ich meiner Meinung nach Zeit, das zu genießen und die Freiheit, etwas zu genießen und zu feiern. Und manch einer überlegte, bei diesem Spaß und solch hübschen Absolventinnen gleich nochmal die Schulbank zu drücken. Ich habe die Matura nicht gemacht, also ich glaube, ich werde sie nur nachmachen und nachher da die Matura feiern. Wenn man da in den Club schaut, also was da geboten wird, ist natürlich ein Wahnsinn. Zeit zum Flirten blieb den Promis aber kaum, denn die exotische Badenixe Fabienne musste wieder um die Wette schwimmen und ihr Freund Roland Linz beim Beachsoccer um jeden Ball kämpfen. Die Jungs haben uns wirklich sehr, sehr gefordert, aber es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, das sollte auch im Vordergrund stehen. Und weil es eben so viel Spaß macht, bekennen sich auch andere als wahre Summer Splash-Fans. So setzte Christina Stürmer letztes Jahr alle Hebel in Bewegung, nur um bei dieser Maturantensause auftreten zu können. Wir waren hier bei einem Liquido-Konzert und wir haben irgendwie die Stimmung gesehen vom Publikum und waren dann hin und weg und nach ein paar Gläser Wodka Orange waren wir dann so drauf, dass wir dann auf einmal gesagt haben, wir wollen jetzt sofort auf die Bühne. Überhaupt der Gwen war da ganz extrem. Also der, ich will rauf, ich will Bass spielen. Und so ließen sie für ihren Gig extra ihr ganzes Equipment einfliegen. Heiß her sollte es aber auch heuer gehen, wobei das Christina ein wenig zu schaffen machte. Wenn man keine Ahnung, wie viel Grad es hat, ich weiß, dass gestern irgendwer gemeint hat, es hat 50 Grad gehabt. Und das ist echt heftig. Also wir haben gestern, wir waren glaube ich eine halbe Stunde unter dem Sonnenschirm am Strand. Und da alle 5 Minuten im Wasser und danach waren wir dann sofort wieder am Zimmerklimaanlage eingeschaltet, weil da war echt null Luft. Genug Luft hatte sie schlussendlich bei ihrem Auftritt. Mit ihrem Hit Ich lebe sprach sie den Maturanten ohnehin aus der Seele, denn kaum eine Zeit ist unbeschwerter als die. Ein Konzert der ganz besonderen Art ging vergangenes Wochenende in Pichl bei Wels über die Bühne. Reinhard Fendrich präsentierte erstmals